Hallo liebe MusicStore-TV-Zuschauer, in der heutigen Folge möchte ich euch gern diese Komplettlösung für professionelle Audioaufnahmen mit dem Computer vorstellen. Das Ganze ist von Steinberg, nennt sich UR22 MK2 Recording Pack und was da alles drin ist, das schauen wir uns in dieser Folge an. So, ich habe mal alle Bestandteile des Recording Packs hier auf meinem Tisch ausgebreitet und muss schon sagen, man bekommt eine ganze Menge für sein Geld. Um genau zu sein, wirklich alles, was man benötigt für eine Profiaufnahme mit dem PC, dem Mac oder dem iPad. Im Einzelnen mit im Lieferumfang enthalten ist der Studio-Kopfhörer, das UR22 MK2 Audio-Interface, das man wie gesagt mit dem PC, Mac oder einem iPad verbinden kann. Dann haben wir das Studio-Kondensator-Mikrofon inklusive Halterung und das passende XLR-Anschlusskabel. USB-Kabel darf natürlich auch nicht fehlen, um das Interface am Rechner anzuschließen. Dann haben wir noch eine CD mit Tools, Anleitung und Download-Codes für Cubase, Wavelab und Cubasis. Was die Teile im Einzelnen so drauf haben, das schauen wir uns jetzt mal in der Nahaufnahme an. Das Kernstück des Recording-Pakets ist das namensgebende UR22 MK2 Audio-Interface von Steinberg. Das kommt in einem sehr robusten Metallgehäuse daher und ist ja praktisch unzerstörbar, möchte ich mal sagen. Auf der Front haben wir die wichtigsten Bedienelemente und auch die Ein- und Ausgänge. Das heißt, wir haben hier erstmal den Eingangspegelregler für Input 1 und den für Input 2. Diese beiden stehen uns hier zur Verfügung als XLR-Klinke-Kombibuchsen. Das heißt, ich kann beide Anschlussarten hier wählen. Die sind jeweils ausgestattet mit einer Peak-LED, sodass ich vor Übersteuerung da rechtzeitig gewarnt werde. Was auch gut ist, ich habe natürlich hier auch die notwendige Phantomspeisung von 48 Volt, um Studio-Kondensator-Mikrofone daran betreiben zu können. Eine Besonderheit von dem Input 2 ist, dass ich den hier auf High Set mit dem Schalter umschalten kann. Dann kann ich auch direkt zum Beispiel eine E-Gitarre dort einstöpseln. Dann habe ich hier noch quasi mein kleines Mini-Mischpult. Da kann ich den Mix einstellen von dem Eingangssignal, das hier reinkommt, und dem Signal, das via USB in das Interface eingespeist wird. So kann ich hier das Verhältnis zwischen dem aufzunehmenden Signal und dem Playback vom Rechner auf meine persönlichen Bedürfnisse einstellen. Dann haben wir hier einen 6,3 mm Klinkenausgang für den Kopfhörer, der natürlich regelbar ist. Genauso wie der Ausgang, der ist ebenfalls regelbar. Der befindet sich auf der Rückseite des Interfaces und steht uns dort als 6,3 mm Klinkenbuchse zur Verfügung. In der Regel werde ich dort wahrscheinlich meine aktiven Studio-Lautsprecher anschließen oder irgendetwas anderes, um das Signal abzuhören. Sehr schön bei dem UR22 MK2 ist, dass wir hier auch MIDI-Buchsen zur Verfügung haben. Das heißt, ich brauche hier nicht noch zusätzlich ein weiteres MIDI-Interface, weil das ist hier quasi schon mit eingebaut. Dann habe ich hier noch die Verbindung USB 2.0 zum Rechner und einmal eine 5 Volt USB-Buchse als Stromquelle, wenn ich es verwende in Verbindung mit einem iPad, weil da reicht die Leistung des iPads nicht aus, um das Interface zu betreiben, während es am PC oder Mac einfach über USB angeschlossen werden kann und auch von dort mit Strom versorgt wird. Wenn man sich ein Komplettpaket wie dieses anschafft, ist klar, man hat einen Preisvorteil gegenüber dem Einzelkauf. Aber das ist hier nicht das Entscheidende, würde ich sagen. Der größte Vorteil meines Erachtens ist, dass bei dem Steinberg Recording Pack alles aus einer Hand kommt. Das heißt, der Hersteller selber hat die Komponenten getestet, alles funktioniert miteinander und man muss sich keine Sorgen um inkompatible Treiber oder sonstige Problemchen machen. Also eine rundum Plug-and-Play-Lösung. Das Steinberg STM01 ist das mitgelieferte
Studio-Kondensator-Mikrofon. Das kommt wirklich in einem sehr robusten und sehr hochwertig verarbeiteten Metallgehäuse daher und wird hier unten mit XLR, mit dem mitgelieferten Kabel, mit dem Audio-Interface verbunden und damit auch mit der notwendigen Spannung versorgt. Das Mikrofon ist perfekt geeignet für die Aufnahme von Sprache oder Gesang oder aber auch von akustischen Instrumenten. Da ich zugegebenermaßen ein unfassbar schlechter Sänger bin, kann ich euch leider nicht die tollen Klangmöglichkeiten des Mikrofons und des Audiointerfaces vorführen. Ich kann euch dafür nur empfehlen, schaut euch die anderen Videos an, wo es verschiedene Soundbeispiele gibt, oder probiert es selber bei uns hier in Köln im Laden aus. Der Steinberg STH01 ist ein professioneller Studio-Kopfhörer. Das heißt, er ist bestens geeignet, um seine Aufnahmen zu kontrollieren und neutral den Sound beurteilen zu können. Dadurch, dass sowohl die Ohrmuscheln als auch der Bügel sehr weich und mit Kunstleder gepolstert sind, kann man ihn sehr angenehm auch längere Zeit tragen. Das Ganze ist auch noch verstellbar, das versteht sich von selber, sodass er für jede Kopfform passt. Und wir haben einen Kombistecker, das heißt, er hat 6,3 mm und wenn man den Adapter abzieht, haben wir einen 3,5 mm Stereo-Klinkenstecker. So kann man ihn auch an andere, zum Beispiel an mobile Geräte, problemlos anschließen. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, das Recording Pack von Steinberg bietet wirklich alles, was man braucht für eine professionelle Audioaufnahme. Und das plattformübergreifend, weil es für PC, Mac oder iPad kompatibel ist. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch das Pack nochmal bei uns auf der Homepage an unter www.musicstore.de. Den Link habe ich natürlich auch direkt unten in der Videobeschreibung hinzugefügt, damit ihr nicht lange suchen müsst. Und ihr könnt das Ganze natürlich auch gerne persönlich bei uns anschauen oder sogar ausprobieren in Köln in unserem Laden. Wenn ihr hier in meiner Nähe seid, kann ich nur empfehlen, kommt vorbei. Wir freuen uns auf euch. Ich danke fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.